Mediendialog zur IBA 2018. Hier diskutieren die Verantwortlichen der Messe über die Themen Digitalisierung, Nachwuchs, Neuheiten und natürlich die IBA selbst. Also das Besondere an der IBA ist, dass sich dort wirklich die Welt trifft. Das ist ein unglaubliches Netzwerk. Und das Besondere gegenüber anderen Messen ist auch, dass sie auf der IBA nicht nur Maschinen und Anlagen ausgestellt sind, sondern die sind in Betrieb. Und es ist die weltweit bestriechende Messe. Eines der zentralen Themen: die Digitalisierung. Sie ist nicht nur in der Industrie und im gesamten Handwerk ein Schwerpunktthema. Besonderen Anklang findet es in der Backbranche. Ich sehe in der Digitalisierung eine große Chance, weil sie unsere Prozesse sicherer macht, weil sie uns hilft, professioneller zu arbeiten, weil sie uns hilft, einfach unser klassisches Handwerk zu erhalten, ja, und die Auflagen und die Gesetze und der wirtschaftliche Druck, der heute auf einem Handwerksunternehmen lastet, zu bewältigen. Und nicht nur das. Digitalisierung stärkt den Kontakt zwischen Bäcker und Kunde. Die digitale Bäckerei adressiert erstmal mit Informationen den Kunden, der kauft, der abnimmt. Das heißt, die stellt alles Mögliche bereit, vielleicht einen Weg, wie wurde das, was du gerade kaufst, produziert? Was ist dort reingeflossen? Was waren die Zutaten schlussendlich? Das ist ein Faktor. Die stellt vielleicht auch den Produktionsweg noch dar. Wie wurde es gebacken? Wie wurde es produziert? Und last but not least stellt sie das natürlich auch in einer, nennen wir es mal digital, virtuellen Filiale bereit. Ein weiteres wichtiges Thema der Branche: der Nachwuchs. Zwar hat die Branche Nachwuchssorgen, die jungen Bäcker und Konditoren jedoch leben ihren Beruf mit Leidenschaft. Was man zurückbekommt, gerade von den Kunden, ist wunderbar und wiegt es weitaus mehr auf als der Stress, den man vorher hatte. Und man kann kreativ sein, man kann vieles ausleben und jeder Tag ist anders und das ist wunderbar. Kreativ sein, das ist zentral auf der IBA. Denn die Messe ist nicht nur Netzwerk und Innovationsplattform, sie zeigt das Handwerk in Aktion. Eins der Highlights sind die Wettbewerbe auf der IBA. Und da haben wir Wettbewerbe für die deutschen Bäcker, für die internationalen Bäcker mit 12 Mannschaften. Und neu ist die Junioren-WM der Konditoren. Und das ist ein besonderes Highlight. Und das ist Praxis quasi erlebbar. Und das im Wettbewerb. Und gerade die Teilnehmer dieser Wettbewerbe freuen sich ganz besonders auf die IBA 2018. Also klar, ich trete natürlich an dem Wettbewerb an, da trainieren wir sehr hart für und da freue ich mich auch drauf, es ist ein großes Ereignis. Dieses Jahr dürfen wir das erste Mal in der Jury der Deutschen Meisterschaft sitzen, da freue ich mich auch drauf. Auch Mr. Handwerk und Konditorgeselle David Kunkel freut sich auf die IBA. Wir sehen uns auf der IBA.